Wer sich im Jahr 2017 mit Business Trends beschäftigt, kommt um das Thema Chatbots nicht drum rum. Der Christoph kennt sich da ganz besonders aus. Christoph, wenn ich jetzt nicht Zalando, Amazon, Otto, einer der ganz Großen bin, warum brauche ich trotzdem ein bisschen Know-how zum Thema Chatbots? Ja, Chatbots wird, glaube ich, das ganz große Ding so in den nächsten Jahren werden, weil ich Kundenkommunikation sehr vereinfachen kann. Also überall, wo ich Kommunikation mit Kunden aufbaue, kann ich Chatbots einsetzen und vielleicht die Erstantwort übernehmen lassen. So habe ich einfach die Möglichkeit, relativ schnell zu antworten. Also ich kann die Antwortzeit auf mehr, also einige Sekunden runterbrechen und ich kann dem Kunden einfach sofort eine Antwort präsentieren, die er auch erwartet und so einfach die Kundenzufriedenheit vielleicht steigern. Ich glaube, so ein Chatbot zu installieren, zu entwickeln, ist wahrscheinlich nicht ganz so eine billige Nummer. Punkt 1 ist, mit was für einem Preis muss ich rechnen und ab wann lohnt es sich für mich? Preis ist ganz schwierig zu definieren, weil es kommt darauf an, was ich hinterlege. Also der Bot gibt das wieder, was ich ihm an Daten also hingebe oder wie ich ihn füttere. Und umso mehr ich füttere, umso mehr Informationen ich einpflegen muss, umso teurer ist natürlich der Aufwand, sowas zu machen. Habe ich aber nur ganz wenig Informationen, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, Service, wo er sich hinwenden soll, also ganz kleinere Sachen, dann ist es relativ günstig, sowas umzusetzen und relativ einfach einzubauen. Es lohnt sich schon bei ganz kleinen Sachen, also wenn ich zum Beispiel so Öffnungszeiten oder Service-Dienstleistungen, die ich dem Kunden präsentieren will, integriere, ist es relativ einfach umzusetzen und wir haben keinen so großen Aufwand, um es zu umzusetzen. Aber Preis schwierig zu definieren, also ich würde mal sagen, so ab 1500 Euro muss ich schon rechnen für so einen Bot, außer ich hole mir halt selber was Kleines aus dem Internet, was ich auch schnell zusammenbasteln kann, aber ist natürlich, also wenn man sich nicht damit auskennt, sehr schwierig umzusetzen. Und ich würde sagen, es limitiert sich für jede Firma, die irgendwie Kundenkommunikation hat, die Kundenanfragen hat, die sie ganz schnell beantworten möchte. Okay, wenn wir jetzt den YouTube-Zuschauer oder den Facebook-Zuschauer sozusagen heiß gemacht haben aufs Thema Chatbots und ich habe noch keine Ahnung, wie fange ich an? Am besten Kontakt aufnehmen mit einer Firma, die sowas integriert oder halt die es entwickelt. Die werden ja genau sagen, was man machen muss. Wichtigste ist, dass man vielleicht mal alle Fragen, die man schon mal hat, also die von den Kunden kommen, also wie zum Beispiel jetzt die Öffnungszeiten, alle schon mal definiert und runterschreibt. Weil die werden nachher in das Bot-System integriert und natürlich umso mehr Vorarbeit ich schon geleistet habe, umso einfacher ist es dann, den Bot aufzusetzen. Super, dankeschön. Gerne. Wenn ihr jetzt noch mehr Infos rund ums Business haben wollt, dann folgt doch unserem YouTube-Channel. Das geht ganz einfach, indem ihr hier auf dieses Haftpflichtsiegel klickt. Das Ganze ist kostenlos und ihr werdet regelmäßig informiert, wenn es von uns neue Videos gibt.